Vielen herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, der Berliner Vorschlag, sich um den Welterbestatus zu bemühen für drei Ensemble der Nachkriegsmoderne, datiert bereits aus dem Jahr 2012-13. Und zwar geht er zurück auf bürgerschaftliche Initiative der Freunde des Bürgervereins Hansaviertel, der Freunde des Le Corbusier-Hauses und der Hermann-Henselmann-Stiftung. Und in einer Notlage des Berliner Senats, als nämlich die Idee, Elektropolis zu nominieren, also die Stätten der Elektroindustrie quasi als Arbeitsort und Pendant zu den Siedlungen der Moderne in Berlin, konnten wir dann einspringen. Und Jörg Haspel und ich haben seinerzeit in einer Schlagarbeiterähnlichen Udane Trut, um mal hier in dem Stichwort der Stalinstätte zu sprechen, haben wir also in 6 Wochen da irgendwie diesen Antrag zusammengehauen und haben jetzt gelernt, liebe Frau Hansel, was da alles zu tun ist. Wir sind gescheitert beim ersten Mal. Wir sind aber gescheitert auf einem hohen Niveau, nämlich mit der Mitteilung, überarbeitenswert, nochmal und weitermachen. Und jetzt ist dieses Verfahren neu in Gang gekommen. Es gelang dann 2016, zu Beginn der jetzt ablaufenden Legislaturperiode, die Orientierung auf diesen neuen Antrag in die Koalitionsvereinbarung des Senats zu bekommen. Und der Senat hat dann auch, nachdem von Seiten des Auswärtigen Amtes die deutsche Tentativliste für die KMK wieder geöffnet wurde, auch die praktischen Schritte in Gang genommen. Und der Berliner Senat hat auch im Juli einen Beschluss gefasst, diese Antragstellung bis Oktober zu vollenden. Und ich habe dankenswerterweise die Möglichkeit, als Mitglied des OUV-Teams an der Ausarbeitung der Dossiers mitzuwirken. Diese Dossiers sind allerdings Geheimsache ersten Ranges. Das heißt, normalerweise werden diese Dossiers Jahre nach der erfolgreichen Nominierung veröffentlicht. Deswegen stand auch ich, dem das nicht so ganz klar war, vor dem Problem, was erzähle ich Ihnen denn jetzt eigentlich? Denn ich wollte Ihnen ja den Antrag vorstellen. Und da hat sich die gute Gelegenheit gegeben, dass ich vor 2 Jahren bei dem Architekturfestival in Kopenhagen einen Vortrag gehalten habe über den Berliner Antrag. Und ich kann also jetzt gewissermaßen den Erkenntnisstand von vor 2 Jahren präsentieren, was gewisse Redundanzen mit sich bringt. Ich musste das auch aus dem Englischen zurück übersetzen und kann trotzdem mal sagen, wir wissen es ja schon viel besser. Also Sie müssen jetzt leider hinnehmen, dass ich Ihnen quasi die Antragsphilosophie von vor 2 Jahren erzähle, was aber vielleicht doch auch für unseren Zusammenhang der Integration des sozialistischen Erbes und des sozialistischen Städtebaus in ein neues, globales, universelles Verständnis vielleicht einen gewissen Beitrag leisten könnte. Also der Vortrag will die Doppelhelix der Berliner Nachkriegsmoderne in Angriff nehmen und hat natürlich zunächst dem dänischen und internationalen Publikum die Spaltungssituation der Stadt vorgeführt, seit 1948 verwaltungstechnisch, dann 1961 bis 1989 durch die Berliner Mauer geteilt, war Berlin wie keine andere Stadt der Welt trotzdem immer auch Ost und West zugleich. Unter der Ägide der jeweiligen Besatzungsmächte konkurrierten die beiden Gesellschaftssysteme um die Zukunft, wollten in der deutschen Hauptstadt die Überlegenheit ihrer jeweiligen Gesellschaftsmodelle demonstrieren und Architektur und Städtebau spielten hierbei eine herausragende Rolle. Neben der politischen Differenz der Systeme bot die immanente Differenz der Moderne, nämlich die zwischen Avantgarde und Tradition, ein Anknüpfungspunkt, diese politische Differenz auch ästhetisch auszudrücken. Stilistische und typologische Differenzen wurden also politisch enorm aufgeladen und man schaute genau, was die andere Seite machte, insbesondere natürlich vor dem Mauerbau. Diese Überlagerung der politischen und ästhetischen Polaritäten der Nachkriegsperiode führte zu herausragenden städtebaulichen Projekten. Mit dem ersten Bauabschnitt der Karl-Marx-Allee, der Internationalen Bauausstellung 1957 und schließlich dem zweiten Bauabschnitt der Karl-Marx-Allee verfügt Berlin über einzigartige städtebauliche Projekte der Nachkriegsmoderne. Die politische Konkurrenz hatte in den 50er Jahren die Form eines konfrontativen Städtebaus angenommen, eine Art von Bau und Gegenbau, die es nur im geteilten, doppelten Berlin gab und geben konnte. Alle diese Ensembles stehen lange aus guten Gründen unter Denkmalschutz. Erst in den letzten 1,5 Jahrzehnten allerdings ist der historische Zusammenhang dieser Bauensemble ins öffentliche Bewusstsein gerückt. Und es brauchte seine Zeit, bis dieses baukulturelle Erbe
nun als ein gemeinsamer, besonderer Reichtum Berlins verstanden und gewürdigt wird. Der Senatsbeschluss von 2012, also der letzte ist ja noch nicht gefasst, 2019, der Senatsbeschluss damals, die drei Ensemble gemeinsam für die deutsche Tentativliste zum Weltkulturerbe anzumelden, markiert das Ende der Nachwendezeit, so habe ich euphorisch da ausgerufen. Mein Ansatz war, drei verschiedene Kategorien der Auseinandersetzung zu unterscheiden. Einmal wirklich das konfrontative Moment, das ja auch nicht negiert werden soll und nicht relationistisch oder relativistisch in dem Einheitsbrei verschwinden soll. Es gab Konfrontationen, aber natürlich unter anderen Aspekten auch neu zu interpretieren. Und diese Konfrontation fand natürlich in der, diese Blockadekonfrontation fand nun gerade städtebaulich in Berlin seinen Ausdruck, hier in den Symbolen mit der transsozialistischen Stalinallee und Interbau 1957. Und in einer synchronen Betrachtung gesehen ist das architektonische Erbe Berlins der Nachkriegszeit in den 50er und 60er Jahren in seiner gegensätzlichen kulturellen, politischen Konstellation einzigartig. Beiderseits des Brandenburger Tores, wir haben nie eine bessere Grafik hinbekommen, beiderseits des Brandenburger Tores gelegen und auf die große Ost-West-Achse der Stadt bezogen, repräsentieren beide Ensembles in beispielloser Prägnanz, Konzentration und Qualität zwei international relevante Nachkriegstendenzen in Architektur und Städtebau, die jeweils von den entsprechenden Besatzungsmächten gefördert wurden. Das östliche Modell, das sich auf regional-historistische Bautradition im Sinne von Stalins Parole sozialistisch im Inhalt, national in der Form bezieht, und das westliche Modell des International Style. Wir sehen die dualistische Struktur, die vermeintliche Fortsetzung des Bauhauses als internationaler Stil im Westen, die sowjetisch inspirierte neoklassizistische Architektur im Osten, eine offene, locker in Parks und Grünanlagen angelegte Stadtlandschaft im Westen und imperiale Achsen im Osten, die offene Gesellschaft im Westen und der Totalitarismus im Osten. Diese guten alten Muster des Kalten Krieges bietet uns jedoch nur eine charakteristische Momentaufnahme der Geschichte, nicht aber ein vollständiges Verständnis derselben. Dieses Schema hilft uns schon nicht, die zweite Welle der Moderne in der DDR-Architektur der späten 50er und frühen 60er Jahre zu verstehen. Es kann diese Architektur nur als Ausdruck der Verwestlichung der Architektur verstehen, nicht aber als authentische Entwicklung. Der sogenannte Bauabschnitt der Karl-Marx-Allee, der sogenannte zweite Bauabschnitt der Karl-Marx-Allee, muss dagegen als eigenständiger klassischer Ausdruck einer DDR-Moderne oder sozialistischen Moderne angesehen werden. Wenn man also diese Konfrontationsstruktur, die ihre Berechtigung hat und behalten wird, überwindet, dann wird man zum Aspekt des Wettbewerbs kommen. Bei einer diachronen Betrachtung lässt sich nämlich erkennen, dass diese besondere Konfrontation in Berlin eine eigene historische Struktur hat. Das ist eine dialogische Struktur, eine Struktur von Bau und Gegenbau, von These und Antithese. Die frühe Nachkriegszeit nach 1945 war international von einem neuen Umgang mit der Moderne geprägt. Vor allem in Ländern, die die Chance hatten, die moderne Architektur der Zwischenkriegszeit fortzusetzen, wie Skandinavien, Polen, die Tschechoslowakei, Österreich, die Niederlande oder Jugoslawien, und in Ländern, in denen moderne Architekten unterdrückt wurden, im Widerstand gegen die deutsche Besatzung kämpften oder ins Exil gingen, war die Nachkriegsmoderne stark. Die Haltung zielte auf eine radikale Erneuerung der Konzepte und Erfahrungen der 20er und 30er Jahre im Anschluss an die Siam-Erklärung der Charta von Athen. Auch in Ostdeutschland hofften viele moderne Architekten, darunter nicht wenige Bauhäusler, ihre Arbeit frei von den nationalistischen und rassistischen Schranken der Nazi-Ideologie fortzusetzen. Auch die frühen Planungen für Berlin gingen in diese Richtung. Der erste Berliner Stadtbaurat, der von der sowjetischen Verwaltung eingesetzt wurde, war Hans Scharoun. Sein sogenannter Kollektivplan von 1946 folgte der Idee einer linearen Stadt entlang des Urstromtals und den Siam-Prinzipien. Auch die ersten Planungen für die Stalinallee von Ludwig Hilbesheimer, wurden von Ludwig Hilbesheimer und Le Corbusier inspiriert. Die von Hans Scharoun entworfene Wohnzelle Friedrichsheim blieb jedoch ein Fragment. In der Karl-Marx-Allee zeugen nur die charakteristischen Häuser mit Balkon, Zugang und einige
mehrgeschossige Wohnhäuser im Hintergrund des Boulevards von einer gemäßigten frühen Nachkriegsmoderne. Und dies war keine Ausnahme. Unmittelbar nach dem Krieg gab es in Ostdeutschland eine wirklich breite Bewegung der modernen Architektur. Das ist auch eher der Begriff der Ostmoderne, der sozusagen mit Andreas Butter-Arbeiten verbunden ist und vielleicht nicht für die ganze Zeit der DDR verwendet werden sollte. Darüber kann man sich eventuell mal unterhalten. Der große Durchbruch kam dann, oder der Umbruch kam dann 1950, Übersetzungsproblem. Nach einer Reise ostdeutscher Architekten nach Moskau im Frühjahr wurden die moderne Architektur des Bauhaus und das Siam-Konzept von den politisch Verantwortlichen als imperialistisch, kosmopolitisch, westlich dekadent, volksfremd und antisozialistisch verurteilt. Und gleichzeitig führte in allen Ländern des Ostblocks die Errichtung stalinistischer Parteidiktatur zu national geprägten Architekturen. In Ost-Berlin entwarf Hermann Henselmann, mit seinem Haus an der Weberwiese, das als Vorbild für den ersten Bauabschnitt der Karl-Marx-Allee, damals noch Stalin-Allee genannten Straße, diente, das Bild der geforderten neuen deutschen Baukunst. Mit dem Bau der ersten sozialistischen Straße, mit ihren Arbeiterwohnpalästen und der städtebaulichen Gestaltung von Boulevards und Plätzen setzte die DDR-Führung ein starkes Signal nach Westen, sowohl im Bereich der und initiierte damit den grenzüberschreitenden Wettstreit von Architektur und Städtebau, sowohl im Bereich der Wohngebiete als auch der öffentlichen Einrichtungen. Es dauerte einige Zeit, bis der Westen darauf reagieren konnte. Die ersten Projekte des sozialen Wohnungsbaus im Westen, wie die nach zwei Westberliner Politikern benannten Siedlungen Ernst Reuter und Otto Suhr, lagen an den Sektorengrenzen zu Ostberlin und konnten keine gesamtstädtische Bedeutung erlangen. Dies gelang erst mit der internationalen Bauausstellung, die als Gegenentwurf zur Steinallee geplant und realisiert wurde. Als offene Stadtlandschaft wurde die Siedlung auf den Ruinen einer kriegszerstörten Wohnsiedlung aus dem 19. Jahrhundert am nördlichen Rand des Tiergartens nahe der Ost-West-Achse errichtet, die nach dem Arbeiteraufstand in der Stalinallee 1953 in Straße des 17. Junis umbenannt worden war. Dem Westberliner Projekt gelang es, international bekannte Architekten wie hier Walter Gropius oder Oskar Niemeyer zu gewinnen und eine große Vielfalt sowohl an Wohnungsgrundrissen, Maisonettwohnungen, Wohnungen mit sogenannten Allraum, Split-Levels und so weiter, als auch an Haustypen, Zeilenbauten, Hochhäuser, Einfamilienhäuser an Teppichsiedlungen zu schaffen. Gegen die Symmetrie der großen Achse der Stalinallee und der reich verzierten Wohnpaläste setzte die Interbau die Vielfalt und Individualität des Wohnens in einer funktionalen Architektur. Das kleine Einkaufszentrum, die Bibliothek, die Hansa-Bibliothek, die zwei Kirchen und schließlich die Akademie der Künste, die Kongresshalle und natürlich die Unité d'Habitation von Le Corbusier außerhalb des innerstädtischen Hansaviertels. All diese Bauten ergänzten die Interbau programmatisch zur Stadt der Zukunft. Nach dem Tod Stalins im März 1953 kehrten die Sowjetunion 1954 und später auch die anderen osteuropäischen Länder zu einer modernen Architektur- und Stadtplanung zurück, die auf einer umfassenden Industrialisierung des Bauwesens bestand. Das erste und in gewisser Weise beste Projekt für die Rückkehr zur modernen Architektur in der DDR war der zweite Bauabschnitt der Karl-Marx-Allee Ende der 50er Jahre. In Fortführung der Idee des großen Boulevards stellte der neue Bauabschnitt der Karl-Marx-Allee eine überzeugende östliche Antwort auf das Interbauprojekt dar. Es markierte den Beginn einer neuen Periode. Die Entkopplung zwischen den Wohngebäuden aus vorgefertigten Platten und den Pavillonbauten, der Rhythmus der öffentlichen Sonderbauten mit eigener Architektur ließen eine neue Beweglichkeit von Objekten und Menschen, eine neue Freiheit im Stadtraum erahnen. Das Zentrum der neuen Karl-Marx-Allee besteht aus dem Kino International und dem Restaurant Moskau. Obwohl das Politbüro der Staatspartei solitäre Hochhäuser als individualistisch und zu nah an den Interbau-Hochhäusern ablehnte, weist die neue Karl-Marx-Allee viele Ähnlichkeiten mit dem Interbau-Komplex auf, so zum Beispiel die in Pavillons untergebrachten Eingänge zur U-Bahn, die durchgrünten, aufgelockerte Stadtlandschaft und die Ausstattung der Wohngebiete mit öffentlichen Einrichtungen.
Hier finden wir dann schließlich auch die erste Vorhangfassade in der DDR und das kennen Sie alles natürlich, die Kongresshalle neben dem Alexanderplatz. Das war der Aspekt des Wettbewerbes. Im Wettbewerb ringt man um Vergleichbarkeit. Also muss es vergleichbare Kriterien geben. Etwas anderes als Konfrontation, wo das völlig andere in Bezug steht. Das dritte Kapitel, sozusagen das neu zu fassen, diese Geschichte, war der Aspekt zu sagen, das sind noch Überhänger, es geht um Koevolution. Offenbar gab es da eine Interaktion und man kann heute nach der Einheit gewissermaßen oder in der Einheit im Abstand zur Geschichte den Zusammenhang, den koevolutionären Zusammenhang herstellen. Historisch gesehen fiel die Kritik an Architektur und Städtebau der Moderne und des internationalen Stils mit dem politischen Zusammenbruch der DDR und des Ostblocks zusammen. So konzentrierte sich die postmoderne Zeitgeistkritik nach 1990 auf die DDR-Moderne, während die Architektur der frühen DDR, das heißt der stalinistischen Phase der Baupolitik der nationalen Tradition, eine schnelle Akzeptanz fand. Hier ein besonders schönes Beispiel der Werbung für eine Automarke mit einer ideal kombinierten Landschaft, die da gar nicht existiert. Also da ist jetzt der Paulig gesetzt an den Beginn des Strausberger Platzes, was aber zumindest viel Aufwand und eine gewisse Art von Respekt ja doch ausdrückt. In einer exakten Umkehrung der politischen und ästhetischen Auseinandersetzung der 50er Jahre erlangte die alte Karl-Marx-Allee in Ostberlin als europäischer Boulevard breite baukulturelle Anerkennung, wurde zum Objekt privater Investition und wurde kurz darauf denkmalgerecht restauriert. Am vergangenen Wochenende, also im April 2019, zog eine große Demonstration durch die neue und alte Karl-Marx-Allee gegen Privatisierung und Immobilienspekulation, unter anderem mit den Wohnpalästen für die Arbeiter. Das Hansaviertel Interbau 1957 und die neue Karl-Marx-Allee hatten dagegen ab 1990 mehrere Jahre lang dem antimodernen Zeitgeist zu widerstehen. Noch 2007 hat der ehemalige Berliner Senatsbaudirektor Staatssekretär Hans Stimmern Hansaviertel und Interbau als Fehler der Stadtplanung bezeichnet. In Ostberlin plante derselbe Politiker den angefixt und unterstützt von Hoffmann Axthelm, der heute auch schon zu Worte kam, in Ostberlin plante derselbe Politiker den radikalen und vormodernen Stadtgrundriss zu rekonstruieren und damit den Charakter der Karl-Marx-Allee vollständig zu überbauen. Zwar wurde immer behauptet, dass alle Planungen, die auf den historischen Stadtgrundriss zurückgehen, am Bestand nichts ändern, aber die Bauordnung lässt natürlich solche Baustrukturen nur unter Voraussetzung des Abrisses der bestehenden Wohnungsbauten zu. Inzwischen sind jedoch viele dieser Baudenkmäler denkmalgerecht restauriert und ihr baukulturell mittlerweile anerkannt. Verschiedene Konferenzen, Bücher, Initiativen haben die Bedeutung des doppelten Berlin unterstrichen. Und heute haben wir endlich die Möglichkeit, dieses Berliner Erbe, das aus der politischen Konfrontation zwischen Ost und West und der ästhetischen Konfrontation zwischen Historismus und internationalem Stil entstanden ist, als gemeinsames bauliches Erbe Ost- und Westeuropas und als Teil eines universellen kulturellen Erbes zu verstehen und zu würdigen. Diese wechselseitige und charakteristisch verzögerte Verflechtung von Ost und West, von Historismus und Moderne, haben wir in verschiedenen Konferenzen mit diesen Publikationen hier versucht zu benennen. Und die führte eben zu der Idee, die damals im Antrag zugrunde lag, von einer charakteristischen Doppelhelix zu sprechen. Das Interessante ist ja, dass sich aus politischen Gründen, aber auch aus ökonomischen und natürlich kulturellen Gründen, im Osten die Wendung jäher und schneller vollzogen, häufiger vollzogen, als die lange Welle der Moderne, die dann schließlich von der Postmoderne im Westen abgelöst wurde. Was also einst als konfrontativer Städtebau gebaut wurde und Ausdruck unerbittlicher Konkurrenz war, kann heute im wiedervereinten Berlin als gemeinsames kulturelles Erbe
des ehemals geteilten Nachkriegseuropas entdeckt und zugänglich gemacht werden. Das heißt heute, nach dem Ende der Konfrontation der Systeme mit einem kritischen Blick sowohl auf den internationalen Stil, auf die moderne, als auch oder die evangelistische Interpretation, modernistische Interpretation, als auch auf seine Gegenbewegung des regionalen Historismus. Aber erst diese Verschränkung macht die drei denkmalgeschützten Bauensemble zu einem potenziellen Kandidaten auf der Welterbeliste. Zwar wurde der Antrag im ersten Anlauf zurückgestellt, doch der Senat, das Landesdenkmalamt und die beteiligten Bezirke verfolgen ihn weiter. Nicht um eines Platzes auf einer Liste willen, sondern der Denkmale und ihrer verflochtenen Geschichte zuliebe. Und ich will hier nochmal unterstreichen, dass aus meiner Sicht wir natürlich Plan B und C brauchen, also Exit-Strategien, obwohl wir uns ja unheimlich jetzt in der Endphase der Herstellung des Antrages befinden, völlig klar und natürlich überzeugt sind, dass das erfolgreich ist. Aber der entscheidende Punkt ist doch, Berlin neu denken zu können, Berlin Ost und West neu verflochten zu denken und das auch als Angebot an die hier zur Diskussion stehende Frage des Umgangs mit sozialistischer Stadt. Bereits während der Diskussion und Konferenzen waren und auch der Jahre, wo der Senat noch nicht neu beschlossen hatte, sich jetzt wieder dem Antragsverfahren zuzuwenden, wurden auch andere Optionen erwogen. Natürlich sind die Freunde des Le Corbusier-Hauses der Meinung und der Hoffnung, dass sie irgendwann doch in die Säle-Nominierung von Le Corbusier einbezogen werden, obwohl es einige Gründe gab, warum die internationale Expertenkommission der Meinung war, dass die nach Berliner Bauordnung errichtete Unité nicht so ganz in die Reihe gehört. Und umgekehrt war es so, dass sogar mit Unterstützung des Auswärtigen Amtes, es Überlegungen gab, eine serielle Nominierung zusammen mit osteuropäischen Städten zu führen. Jörg Haspel und ich waren in Warschau, wir waren in Minsk, natürlich vor den Ereignissen. Und letztlich ist diese Idee aber an der Divergenz in Osteuropa gescheitert. Natürlich wäre die Idee sozialistische Magistralen als ein Bautyp, genau wie die Neubaustädte, die Stalinstädte, die Stahlstädte, sind natürlich zwei exzeptionelle Typen, die auf so eine Liste eigentlich gehören würden. Für die Berliner Situation würde aber nur ein Aspekt immer betrachtet werden. Also natürlich wäre die ideale Variante, wir kommen jetzt mit unserem Antrag durch, das schließt überhaupt nicht aus, dass die Unité und die Karl-Marx-Allee auch noch in die sozialistischen Magistralen eingeordnet werden. Aber das, was Berlin ausmacht, ist nun gerade, dass die Typologie, die ästhetische und politische Ästhetik und Zeugnisse der Konfrontation, der Teilung Europas hier nachweisbar sind. Insofern bewerben wir uns jetzt als eine serielle Nominierung lokalen Ausmaßes mit universaler Bedeutung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.